So Leute, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Dishonored. Ja, in der letzten Folge haben wir die gute Lady Boyle nicht tödlich aus dem Weg geschafft. Und jetzt hören wir uns doch mal gleich unsere Bewohnung bei Lord Pendleton an. Moment, wo muss ich denn hin? Da oben ist der. Ich würde erstmal gerne in mein Zimmer gehen. Weil ich mal irgendwie in dem Spiel den Eindruck habe, dass da des Öfteren mal etwas liegt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ganz froh. Ich habe vorhin mal, also vor einer Stunde wollte ich schon aufnehmen und da hatte ich ganz komische Framerate-Einbrüche, was eigentlich nicht sein darf, weil das Spiel ist ja jetzt nicht so mächtig, anspruchsvoll, dass es irgendwie Probleme machen sollte, aber keine Ahnung, vielleicht lag es auch an Fraps. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Auf jeden Fall hatte ich unter 30 FPS und das Problem hat sich jetzt aber scheinbar gelöst, deswegen brauchen wir uns ja nicht beschweren. Was haben wir hier? Eine Rune. Hat sich mal total gelohnt herzugehen. Und eine anonyme Notiz. Wer immer Sie auch sind, ich muss Ihnen dafür danken, wenigstens einen Teil meiner Familie verschont zu haben. Wir alle haben Feinde, jedenfalls wir Boyle-Schwestern. Auf eine seltsame Art und Weise haben Sie mir einen Gefallen getan. Also verdienen Sie auch eine Belohnung. Ich habe das hier vor einigen meiner verschwiegenen Dienern zu einer Ihrer eigenen Dienern befördern lassen. Mögen sich unsere Wege nie wieder kreuzen. Okay, das wird wohl einer der Boyle-Schwestern gewesen sein, die wir auch schon gesehen haben. Was ich ein bisschen krass finde, dass sie einfach weiß, wo ich bin. Also wenn das so einfach ist, uns ausfindig zu machen, dann wundert es mich doch, dass sich bisher kein Gegner hier gemeldet hat. Naja, jetzt möchte ich aber schauen, ob trotzdem noch eine Rune hier irgendwo versteckt ist. Nein, scheinbar nicht. Wupp. Warum Treppen normal benutzen, wenn man es auch so machen kann? Jupp. So, dann mal auf zu Lord Pendleton, würde ich sagen. Hallo. Hallo. Moment, geduckt möchte ich nicht. Ich glaube noch eins weiter runter, ja. Und, ja, was ist das? Ein Kupferdraht. Sehr schön. Da muss ich hoch, okay. So. Geschafft. Und wir haben eine Frau aus dem Weg geräumt. Eine Edelfrau dazu. Doch Boyle war eine Schlange. Sie half dem Lordregenten, die Kaiserin zu töten. Ich habe kein Mitleid mit ihr. Eine lange Nacht, Corvo. Aber sie ist nicht vorbei. Havelock und Martin haben auch schon ein weiteres Projekt für sie. Und würden sie gerne sehen? In Havelocks Quartier über der Bar. Aha, dann schauen wir doch mal gleich beim Admiral vorbei. Achtung, Bürger von Dunwall. Ja, da haben wir ihn ja. Corvo, es ist soweit. Alles, was wir getan haben, alles, was sie getan haben, führte uns letztendlich zu diesem Moment. Ja, super. Geld ist bloßgestellt, Corvo. Verwundbar. Und alles ist bereit, um ihn anzugreifen. Wir sind einen Schritt vom Thron entfernt. Ein Mann, ein schlagendes Herz. Das ist alles, was von den Mächten übrig ist, die die Stadt an den Rand des Untergangs brachten. Es ist einfach, aber bei weitem nicht leicht. Die Paranoia des Lordregenten ist so groß wie nie zuvor. Er hat die Unterstützung der Aufseher, des Parlaments und seiner Geldgeber verloren. Und auch Sokolov, der seine Sicherheitstechnologien entwickelt hat. Jetzt hat er im Dunwall Tower jeden noch verbliebenen loyalen Mann versammelt. Er weiß, dass etwas auf ihn zukommt. Er weiß, dass Sie es sind. Alles hängt davon ab, dass er recht hat. Pierrot hilft Ihnen bei den Vorbereitungen. Dann bringt Samuel Sie dicht an den Tower an das Wasserschloss. Als Sie das letzte Mal dort waren, war der schreckliche Tag, an dem alles begann. Nun gehen Sie dorthin, um alles zu beenden. Viel Glück, Corvo. Ich weiß nicht, was wir sonst noch sagen könnten. Außer, dass unsere Hoffnungen mit Ihnen gehen. Ja, das gute Alte aus Half-Life Bekannter, mach erstmal alleine weiter. Jetzt müssen wir wohl mal wieder die Welt retten. Hier haben wir die Karte vom Tower. Bringt mir jetzt aktuell nicht so viel. Ich würde die ehrlich gesagt gerne mitnehmen, aber das ist ja leider nicht möglich. Komm, Corvo. Wir sind fast am Ziel. Hast du recht. Ob wir wirklich fast am Ziel sind, das bezweifle ich doch, weil dann wäre das Spiel schon arg kurz. Ich meine, natürlich, der Lordregent, das hat schon irgendwas von Endboss, aber ich bin mal gespannt. Ich hoffe ja noch auf die ein oder andere Wendung. Also so eine typische Geschichte für ein Videospiel wäre, dass die Jungs, für die ich hier arbeite, unter anderem der Admiral, die eigentlich Bösen sind, aber
Ein bisschen aufgesetzt wäre das natürlich schon. So, bevor ich gehe, würde ich mich gerne mal Piero ausrüsten, wenn der gute Mann denn hier ist. Ist er da? Nee. Das ist William Wallace. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Da ist er ja. Oh. Erstmal klaue ich ihm etwas Kupferdraht. Haben wir hier noch was drin? Ein bisschen Erz. Ja, die Bücher habe ich jetzt schon zum Teil gelesen. Ich werde jetzt auch nicht alle lesen. Ich kann alles herstellen. Fast alles. Ja, du Angeber. Dann zeig mal, was du hast. Neue Verbesserungen erhältlich. Die Baupläne, die Piero gebracht hat, schalten die Verbesserung frei. Haftgranate und Schleichschuhe Nummer 2. Okay. Aber zuerst mal holen wir uns Betäubungsbolzen, weil die ja natürlich mitunter unser wichtigstes Gut sind. Das ist geil. Ab jetzt können wir auch Pieros Mana-Elixier hier kaufen, weil das war ja vorher nicht möglich. Oder nee, halt im Moment war es möglich. Doch, es war möglich. Wir konnten das Gesundheitselixier nicht kaufen. Das so rum war es, genau. Und was... Alter, Rune? Okay. Das mit der Rune hatte ich noch gar nicht... Also jetzt mal, ohne Witz, war das die ganze Zeit möglich, hier eine Rune zu kaufen? Also ich weiß es nicht. Also entweder ich habe es übersehen oder es ist erst gerade möglich. Verrückt. Das wäre schon ganz geil, aber dafür habe ich eh nicht genug Geld. Wie schaut es bei Verbesserungen aus? Die sind ja alle uninteressant, haben wir schon rausgefunden. Die Schleichschuhe Nummer 2 wären interessant, aber die sind zu teuer. Artefaktkapazität, nee. Muss nicht unbedingt. Ja, ich würde sagen, dann holen wir uns einfach ein bisschen Mana-Elixier. 2, 3 und 4. Das ist dann durchaus hilfreich. Und ich bin mir sicher, wir kommen hier nochmal her. Dann können wir uns ja beim nächsten Mal was kaufen. Oh, Pieros Werkstattschlüssel. Haha. Mal sehen, ob wir den irgendwo hier einsetzen können. Kommen wir hier noch weiter hoch? Was ist denn da oben? Moment. Kann man da hoch? Nee. Nee. Ich würde mich mal interessieren, wofür man diesen Werkstattschlüssel braucht. Also bevor wir die eigentliche Mission machen, wird mich das jetzt doch brennend interessieren. Ein Schraubstock. Sternenkarte Südhimmel. Okay. Vielleicht hier hinten. Was ist das? Nee. Nee, da bin ich gerade so ein bisschen überfragt, wo denn diese Werkstatt ist. Wir haben uns hier prinzipiell noch gar nicht umgeschaut, gell? Was haben wir denn? Schlüssel zur Verlassung der Wohnung erforderlich, okay. Ja, guten Tag. Achtung, Bürger von Dunwall. Nee, ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, wo man den Schlüssel gebrauchen kann. Dann machen wir uns doch einfach mal auf dem Rückweg. Oder da oben war ich ja schon mal, oder? Wenn ich mich nicht sehr täusche. Naja, ich komme auch nicht direkt hoch. Aber ich war, glaube ich, schon mal da oben. Bin ich ja, glaube ich, von meinem Zimmer aus hingekommen. Ja, dann machen wir uns mal gleich auf den Weg zur Hauptmission. Bereit, den Lordregenten zu treffen? Es wird Zeit, dass wir uns um ihn kümmern. Höchste Zeit. Da hast du recht, mein sich am Kinn kratzender Freund. Das übliche Spielchen, die Maske aufgesetzt und dann geht's auch schon los. Blocken ist ein integraler Kampfbestandteil. Schade, dass wir nicht kämpfen. Deswegen hilft mir die Notiz überhaupt nicht. Das schaut geil aus. Alter, wie fett ist denn der Mond? Vielleicht machen sie jetzt wett, was damals passiert ist. Vom Wasserschloss aus wird es eine kleine Kletterpartie.
Das Wichtigste ist, den Lordregenten zu töten. Er hat sich da etwas auf dem Dach gebaut. Nennt es einen Schutzraum oder so. Verrückt, wenn Sie mich fragen. Corvo, wenn ich Ihnen schon die große Führung gebe. Hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntmachungen kommen. Könnte interessant sein. Okay. Bereit? Wenn wir uns wiedersehen, wird der Lordregent tot sein. Und wenn nicht, war es eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Na. Ja, so oder so ist es für dich ja alles ganz okay. Ich muss mir hier die Arbeit machen. So, was sind unsere Aufgaben? Missionshinweise. Du bist zum Dunwall Tor zurückgekehrt, wo alles begann. Es ist an der Zeit, den unrechtmäßigen Herrschaft des Lordregenten Hiram Burrows, den Namen müssen wir uns mal merken, ein Ende zu setzen. Dann die Aufgaben. Derzeit keine Aufgaben, okay. Ah, Kräfte. Hatte ich ja ganz übersehen. Also, Beherrschung wert. Kann ich mir eh nicht leisten und werd ich, glaube ich, auch nicht aufrüsten. Weil ich da insgesamt, weil ich das eh so wenig benutze. Oh, das ist geil. Zeit verlangsamen. Tödlicher Schwarm und Windstoß, das ist zu aggressiv, aber das benutze ich auf jeden Fall. Sicherheitsvorrichtung bemerken. In der zweiten Stufe wird die Zeit vollständig angehalten und Sicherheitsvorkehrungen bemerken dich nicht, solange die Wirkung anhält. Das ist ja geil. Oh, das klingt super. Das könnte genau mein Ding sein. So, jetzt haben wir die Missionen bekommen. Das Auslösen von Alarmanlagen könnte den Lordregenten zur Flucht in seinem Schutzraum auf den Dach bewegen. Die Sendezentrale befindet sich ebenfalls im Tower. Eine gute Gelegenheit, die Propagandamaschine des Lordregenten abzuschalten. Okay. Sonst kann ich gerade nichts aufrüsten. Nee. Dann schauen wir mal, wo es uns hier hintreibt. Dunwall Tower mit 70 Meter, okay. Aha, ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich hoch. Und da rein. Eine kleine Ratte, mein Gott. Wo willst du denn hin, kleiner Kerl? Oh, oh, oh. Wisst ihr was, da könnte ich aber auch mal das Zeitverlangsamen benutzen. Cool. Cooles Ding. Da brauchst du nur sehr viel Mana, so wie es ausschaut. Oh, da sind einige Ratten. Greift ihr mich an, oder... Moment. Oh, scheiße, die greifen mich an. Okay. Den verpasse ich aber die Trachtprügel ihres Lebens. Der große Rattenmord 74. So. Ich bin kein Tierquäler an sich. Ich habe kein Problem mit Ratten. Aber ich lasse den kleinen Kerl da auch leben. Aber... In dem Game trau ich den Ratten leider nicht so wirklich. Beziehungsweise ich weiß, dass sie sehr gefährlich sein können. Aha. Oh, ich habe noch gar nicht wegen Runen geschaut, fällt mir gerade ein. Ah, direkt hier ist Knochenartefakt. Eine Rune ist da, eine Rune ist da und da ist der Dunwalter. Der Gegner scheint auch in der Nähe zu sein. Knochenartefakt. Münze. Leiche liegt im Weg. Die erstmal weg hier. Ja, dann schauen wir doch mal, wo es weitergeht. Cool, dass da Wasserpegel eingetragen. Da müssen wir theoretisch lang. Kommt man hier? Nee. Hm. Könnte ich doch so eine kleine Ratte gebrauchen. Aber hier sind ja leider keine. Komme ich vielleicht hier außen rum? Doch, das könnte gehen. Nein! So eine Scheiße! Oh Gott! Ach Gott!
Das habe ich jetzt davon. Dass ich einmal cool wirken wollte und einmal dachte ich, wird hier alles verstehen. Und dann sowas. Ah, hier war ich übrigens schon. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, hier hinzugehen, okay. Ab. Na toll. Jetzt habe ich schon Mana-Elixier verbraucht. Wie viel habe ich denn noch von denen? 4 Stück, okay. Es geht immer flott, also da achte ich gar nicht so drauf, weil man benutzt ja pausenlos die Fähigkeiten und dann irgendwann steht man komplett blank da. Da habe ich natürlich auch keinen Bock drauf. So, weg da. Da geht's natürlich lang. Und da oben sind Gegner. Schauen wir mal, ob hier Gegner sind. Oh, das ist eine Falle. Okay, außen rum gekommen. Und dann deaktivieren wir das Ganze mal. Man muss da mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich könnte hier, glaube ich, auch an dem Schrank die Teile manipulieren. Aber ich habe immer Schiss, dass ich dann irgendjemanden töte. Also beziehungsweise, das ist ja der Sinn der Sache, dass man die, die Fallen gegen die Gegner einsetzt. Aber das möchte ich ja nicht. Was haben wir hier? Verarbeitetes Walöl. Okay. Super. City of Dunwall, Waterworks. Die Wasserwerke, okay. Ne, sonst ist hier nix. Im Stockwerk über uns sind einige Gegner. Ich verstehe immer, wenn ich die Nachtsicht anschmeiße, dass er irgendwie sagt, der Heilige Geist. Keine Ahnung. Das sagt er sicher nicht, aber es klingt immer so. Oh, Mana-Elixier, ganz wichtig. Und aufheben. Achtung, Angestellte des Das Landwirt eine war nicht, okay. Alle Neuzugänge haben sich sofort beim Offizier vom Dienst zu melden. Und tragen. Und ablegen. Jetzt schauen wir mal, ob noch jemand in der Nähe ist. Oh, da kommt einer gerade angelaufen. Da warten wir mal. Wo bleibt denn der? Oder ist das schon weg? Glaube ich schon weg, oder? Da vorne ist er. Ah, jetzt kommt er her. Oh, hier drin liegt noch ein bisschen was. Dose und noch ein Mana-Elixier. Sehr schön. Ah, da ist er. Da ist er. Ich warte jetzt einfach mal ab, wie weit der sich bewegt. Kommt schon noch ein Stückchen weiter her. Ich glaube, aufs Dach kommt man nicht. Das schaut zumindest nicht so aus. Oh, der kommt direkt hierher. Speichere ich mal schnell ab. Was machst du denn hier? Uah, Alter! Warum hat er mich gesehen? Warum? Nein! Nein! Einen verschossen! Nein! Oh Gott! So ein Scheißdreck! Warum hat er... Habe ich zu weit rausgeschaut oder woran lag, dass das er mich gesehen hat? Ach, leg ihn doch bitte vorsichtiger ab! So eine Scheiße, wirklich. Ja, gut. Immerhin 3 Gegner weg. 3 Pfeile verbraucht. Auch wenn ich natürlich einen ohne Pfeil ausgeschaltet habe.
Gibt Schlimmeres. Jetzt sollte ich aber wirklich sparsam damit umgehen. Vielleicht auch das Zeitverlangsamen mal einsetzen. Oh, da ist einer. Der mich auch ja nicht sieht. Hopp. Kann man weit teleportieren, ist ja geil. So, damit ist die Wand da im Arsch. Okay. Oh, das hört sich nicht gut an. Also beziehungsweise, das hört sich nach unseren guten alten Freunden an. Den Tallmans. Könnte auch so ein Bandname sein, die Tallman. Oh, ich hoffe, der sieht mich hier oben nicht. Okay, da ist der Dunwall Tower. Ich überlege gerade einfach, jetzt YOLO zu sagen und mich immer weiter vorwärts zu teleportieren und zu hoffen, dass ich nicht gesehen werde. Oh, da vorne ist auch einer. Da vorne ist eine Rune. Eieiei. Ich weiß echt nicht, ob ich mir die Rune da vorne holen soll oder lieber das Risiko nicht eingehe und stattdessen den sicheren Weg wähle. Kann ich da vorwärts? Kann ich da vor allem landen? Da vorne, ja. Ich versuch's, zur Rune zu kommen. Muss da irgendwie hoch. Kann man nicht. So. Möglich da hoch. Ein bisschen höher gewinnen ist immer ganz gut. So, wo ist denn diese Rune? Da, okay. Oh Leute, ich bin echt aufgeregt gerade. Ich hasse das, wenn ich nicht weiß, wo Gegner sind. Ja, ja, da sind Ratten auf jeden Fall. Ich geh mal davon aus, wenn Ratten hier sind, dass keine Gegner da sind. Also keine Gegner außer den Ratten. So. Schauen wir nochmal, wo die Rune ist. 48 Meter, 98. Das ist 48, vorhin war der aber näher, oder? Oh Gott, das hast du nicht gehört. Oh je. Die Rune ist da vorne irgendwo, gell? Der hört das immer. Das geht mir gerade so auf tierisch auf den Sack. Oh je. Bitte seh mich hier nicht. Was? 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 Was war das? Was war das? Alter, ich habe ihn getötet. Okay, sorry, ich lade da nochmal neu. Oh je, ich habe mich scheinbar in ihn reingeportet und ihn damit getötet. Alter, wusste gar nicht, dass sowas geht. Ist aber gut zu wissen. So, wo liegt denn diese fucking Rune jetzt? Da unten, okay. Also ich muss gar nicht hoch. Aber ich bin gar nicht mal so schlecht jetzt vom Stockwerk her, weil ich ein Stockwerk... Also ich bin gerade in einem Stockwerk, wo kein Schwein ist. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt pass mal auf. Kann ich mich da runterporten? Nee, kann ich nicht. Schade. Das hätte ich gern gemacht. So. Sind das Fische? Tatsache. Ist da Wasser? Muss ja, oder? Jetzt gar nicht so gesehen. Oh, ist direkt da unten. Den Kerl muss ich auf jeden Fall ausschalten. Am besten lautlos und nicht tödlich. Also nicht einfach reinporten und den Typ zu platzen bringen. So wie ich das scheinbar eben gemacht habe. Oh Gott. Dreht sich immer um, der Wichser.
So. Da haben wir ihn ja. Jawoll. Okay, du liegst jetzt hier. Da liegst du gut. Bloß nicht von Ratten fressen lassen, ist mir gerade auch noch eingefallen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es so eine Art ist, wie man hier Leute umbringen kann. Kabelwerkzeugen. Ach, hier lag die Rune gar nicht, oder was? Zutritt verboten. Ach ja. Hauptmann Priamond, ich muss Sie bitten, einen Ihrer Männer zu sprechen. Corporal Keyes erstattet Ihnen Bericht, nehme ich an. Laut Aussage des morgendlichen Offiziers vom Dienst stieg Keyes heute in den Keller hinunter und traf sich dort mit dem kaiserlichen Befrager. Ich weiß nicht, was Sie miteinander zu bereden hatten, aber mir wurde berichtet, dass Keyes sich für das Okkulte interessieren soll. Wie dem auch sei, ich bin kein Aufseher, also ist es mir einerlei, wie er seine Zeit verbringt, wenn er gerade keinen Dienst tut. Aber halten Sie ihn besser vom Foltermeister fern. Unseren Männern ist der Zutritt zum Kellergeschoss untersagt. Okay. Das klingt ja interessant. Dann werden wir uns im Keller wahrscheinlich auch nochmal umsehen. So, wo ist jetzt die scheiß Rune? Nee. Hiermit sehen wir sie nicht, aber vielleicht hiermit? Da vorne, okay. Sind sonst noch Gegner hier? Ich hoffe mal nicht. Ein paar Ratten sind da. Ja, wir scheinen hier relativ sicher zu sein. So zumindest meine Hoffnung. Die Rune genommen. Sonst noch mal alles einsacken, was hier rumfleucht. Okay. Jetzt hau ich mal lieber ab. Wenn ich keinen Bock in unnötige Kämpfe mich einzulassen. So. Unser nächstes Ziel sollte jetzt der Dunwall Tower sein. Ich würde das gern möglichst hoch, also möglichst hoch agieren. Laufe aber die Gefahr, dass ein Tallman mich trotzdem sieht. Oder mich gerade deswegen sieht, weil ich so weit oben bin. Okay, kommt man da hoch? Nee. Aufpassen wegen dem Tower. Alter. Oh, wir haben es geschafft. Jep, ab in den Innenbereich des Dunwall Towers. Ich weiß, draußen lagen noch Runen rum, aber es ist mir jetzt alles ein bisschen zu... Oder eine Rune lag rum. Ein bisschen zu Harakiri, jetzt einfach so rauszugehen. Ja, also wir sind drin im Dunwall Tower und in der nächsten Episode sehen wir, ob wir es direkt schaffen, zum Lordregenten zu kommen. Also, bis dann.